Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Far Cry 5 Part 28. Wir sind gezeichnet worden. Der Jacob Seed ist unterwegs und möchte uns einkassieren. Ich denke, er wird das auch schaffen, so wie das beim John Seed immer so war. Wir werden ihm nicht entkommen. Ich muss sagen, dass ich leider wieder einen Teil rausschneiden muss, weil da auch wieder so ein berühmtes Lied läuft in seinem Bunker, wo ich so einen nerviges Schiesskurs machen muss bei extrem rotem Licht. Aua! Ist besser geführt. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos. Schwach. Kraftlos. Verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße! Was? Oh fuck! Er lebt! Walker, los, hol den Truck! Yes, Sir! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, ist das... Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Wolf's Den? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht, aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion, wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht, sie hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erst mal aus. Wir sind hier angekommen bei den Whitetails.
die einzige Untergrundorganisation unter der Leitung von Eli, wo gegen das grausame Regime von dem Jacob Seed hier in den White Hill Mountains kämpft. Wir wollen mal schauen, wo wir uns befinden. Da kommen wir offensichtlich nicht raus. Wahrscheinlich müssen wir jetzt da innen zuerst mal einen bestimmten Quest erledigen. Ja, eben, wir haben jetzt den Jacob Seed auch kennengelernt. Er düngt die Schwachen aus. Das heisst also, er ist wirklich derjenige, der für das zuständig ist, dass nur die Starken einen Platz in dieser Sekte überkommen. Nur die, die sämtliche Voraussetzungen erfüllen, die sich die menschenunwürdige Organisation ausgedacht hat, und alle anderen müssen über die Klinge springen. Genau so sieht das aus. Okay. Nachdem wir uns jetzt hier ein bisschen umgeschaut haben, müssen wir jetzt doch einmal mal schauen, wie es weitergeht. Ich kann mehr als Ich denke, wir müssen Eli finden. Eli will kurz mit dir reden. Sieh an, wer von den Toten zurück ist. Da bist du ja. Ja. Hallo, Eli. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn es so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt dein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Okay, wir haben unseren ersten Auftrag bekommen von den Whitetails. Ich muss allerdings gerade sagen, wie gesagt, mit dem Bogen, das ist nicht so mein Ding. Ich würde jetzt mal meinen, wir gehen jetzt zuerst mal hier raus und schauen mal, wo wir sind. Du bist also Eli begegnet. Und wie wir ja sehen, ist bereits wieder der Nachmodus aktiv. Das heisst, wir sehen uns nach einem kurzen Break. Jawohl, ich habe mir jetzt gerade schon mal erlaubt, mit dem Helikopter in die Nähe zu fliegen von unserer nächsten Mission. Und zwar ist das das Whitetail Park Besucherzentrum. Eigentlich schon mal ursprünglich für Touristen eröffnet, ist es jetzt eins von diesen Sektenausbildungszentren geworden. Jetzt im Gegensatz zu dem, was der Eli uns ratet, schleichen wir nicht durch das Abwasserrohr rein, sondern wir gehen von der hinteren Seite her an, weil es ist jetzt von grösster Wichtigkeit, dass sie uns nicht sehen und dass wir möglichst viel ausschalten können, entweder mit dem Sniper oder mit Takedown. Momentan ist jetzt aber noch nicht so richtig hell. Ich warte jetzt lieber noch schnell ab und melde mich gerade wieder.
So, mittlerweile müsste das klappen. Ganz wichtig, dass wir jetzt einfach zuerst schon mal schauen, wo das einzelne Gegner sind. Bevor das wir zuschlagen. Da wäre mal einer, hä? Da vorne sehe ich auch einen. Schön leise. Wie gesagt, wenn er uns sieht, dann haben wir ein riesen Problem. Das möchten wir eigentlich vermeiden. Geschichte der Kamera gerade irgendwo entsorgen. Wo ihn niemand mehr findet. Muss jetzt relativ schnell gehen, die ganze Sache. Ach Scheiße, sie wissen, dass du da bist. Mich nicht in diesem Höllenschild für mehr, als du dir vorstellen kannst. Die haben zwei Leute und Gott. Mal schauen, ob wir die auch noch befreien können, weil das geht natürlich jetzt relativ schnell, denn sie sind da. Die werden uns foltern, schuldet ihr das? Ich habe den anderen immer noch über die Schulter. He? Noch ein Geisel. Zwei von vier. Okay. Ich finde, die könnten die auch ein bisschen besser markieren. Wo denn? Oh, ich habe irgendwie einen Arsch. Ich habe einen Arsch. Wo ist noch eine? Puh, das bringt das Blut in Wallung. Bis jetzt haben wir 3 von 4. Wo ist noch einer? Da. Okay, ja, so schlecht hat das nicht geklappt. Danke für die Rettung. Devil's Tor, du musst zum Devil's Tor. Scheiße, Deputy, die haben 2 Whitehills zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolfstand zu finden. Dann hätten wir keine Chance.
Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Okay, Devil's Drop. Die hat doch Eli gesucht. Ich denke, da müssen wir zuerst schon mal einen Break machen. Da sehen wir uns dann nämlich zum Let's Play Far Cry 5 Part 29. Ich bin ein Voldyboy und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werden würdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch.